Seid gegrüßt, Abenteurer, hier ist der Argonaut. Weiter geht's mit Assassin's Creed Origins Teil 3. Und ich befinde mich auf einem Raubzug und will ein paar Räuber ausplündern. Ja, klingt ein bisschen blöd. Stimmt. Aber so ist es und ich habe ein Räuberlager ausgespäht. Und ich sehe 6 Räuber. Level 1 bis 3. Sollte vielleicht zu machen sein. Die Jagdlust hat mich gepackt. Ich kann ja jetzt auch mit Zeno angreifen, neuerdings. Gucken, wie er das macht. Naja. Ob das so effektiv ist, wird sich zeigen. So. Mal schauen, ob das klappt. Oh. Sind das überhaupt Räuber? Hey. Ja. Was ist da denn da hinten? Hyänen? Hey, was? Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss Tatsache. Weiter! Auch nicht schlecht. Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Ja? Oh, jetzt habe ich Räuber und Hyänen. Am Hals. Das ist ein wenig übermütig gewesen. Dafür lasse ich dich leiden. Er kämpft auch rückwärts. Wahnsinn. Ja, ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht. Wow. Dass ich nicht übermütig werde. Ah, zu spät. Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Ah, da jetzt. Ah, wieder zu spät. Ich muss öfter. Hier schlage ich dich tot! Oder ich dich. Ah, oh, Mist. Oh, mit einer Lanze. Gefährlich. So, was haben wir denn dann noch? Wo sind die Hyänen? Oh, ich muss erstmal die Lage peilen. Es war doch ein bisschen hektisch mit Hyänen und Räubern am Hals. Aber ich glaube. Vielleicht mal auf den Hügel oben. Wow. Was für ein Gemetzel. Ja, ich glaube, ich habe ganz schön Schaden angerichtet, wie ich das so sehe. Aber das wäre Sinn und Zweck der Übung. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Achso, das war tragen. Nein, ich will ihn nicht tragen, ich will ihn nur plündern, soweit es geht. Ja, da wo es blinkt, ist das Gold. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich überall war in dem Kampf. Ich wollte eigentlich noch Hyänenfälle looten. Da hinten blinkt es noch. Vielleicht sollte ich mir mal kurz ein. Ah! Da ist ein Pferd. Das ist die Hyänen. Tatsache. Genau, das gibt nämlich Leder für die für das Crafting. Da kann man so Schilde und Rüstung verbessern. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie nah man ran muss, um zu sehen, ob da noch Loot vorhanden ist. Ich werde mal kurz ein Pferd benutzen. Geht vielleicht schneller. Man kann ja auch vom Pferd aus looten. Aber ich glaube, das war's, loot-technisch. Ja, wie das mit dem Reittier ist, das weiß ich auch nicht. Ob man, wenn ich jetzt das Pferd behalte, kommt wahrscheinlich beim nächsten Rufen
wieder mein Dromedar, mein treuer Gefährte. Ach, das ist das Lagerfeuer? Da, genau. Whoa. Vielleicht ist da ja noch Beute zu holen. Hoffe ich mal. Ich kann es ja gleich mal probieren, indem ich absteige. Und dann das Reittier rufe. Dann werde ich ja sehen, wer zu mir gehört, wer mir treu bleibt. Wow. So. Ich glaube, das war's. Ich werde mal absteigen. Und mein Reittier rufen. Dann kommt natürlich mal ein treues Dromedar, genau. Hey! Braver Junge. Gut gemacht. Schon wieder einen Kampf gemeinsam überstanden. Ja, wie sieht's denn aus auf meiner Questkarte? Ja, Fotos von anderen Usern will ich jetzt nicht sehen gerade. Ich sehe sie aber. Wie? Mäh? Mae? Ja, ein ähnlicher Räuberzug in der Wüste. Man kann die Fotos ja auch ausblenden, glaube ich, irgendwie. Was kommt als nächstes? Schnellreise. Da gibt es noch was zu holen. Das heißt, ich folge dem Weg Richtung Osten. Wenn man überhaupt von Weg sprechen kann in dem Zusammenhang. Wow. Geier. Die Geier warten schon. Könnte ich mal markieren den Punkt, weil sonst, ich will mich jetzt nicht verirren. Ist ja doch ein ganzes Stück weg hier. Ein Kilometer fast. Vielleicht sehe ich auch noch was anderes Interessantes auf dem Weg, was durchaus passieren kann. Ich werde mal an diese Felsenformation ranreiten. Man entdeckt ja doch manchmal auch Höhlen und ja, tausend Dinge, die einen interessieren könnten. Wie das... Ah! Das sieht mir doch glatt nach einer... Ja, was ist denn das? Oh. Ich glaube, da muss ich mal genauer hinschauen. Oh, oh. Da habe ich mich jetzt... Sieht man das denn nicht? Wie stimmungsvoll. Ist das überhaupt eine Höhle? Hä, es sah gerade so aus wie eine Höhle, aber es ist nur eine Formation, die so wirkt. Und das Gegrunze war, glaube ich, mein Reittier, alles klar. Oh, sogar mit Fackel. Eine Fackel in der Nacht. Oh. Okay, da ist das. Halber Kilometer noch bis zum Rätsel. Okay, ich sollte vielleicht mal meine Fackel wegstecken. Ist bestimmt nicht förderlich, um sich anzupirschen. Was ist denn das überhaupt? Ruine? Vielleicht sollte ich mich mal ranpirschen. An den Braten. Was auch immer. Tempelruine. Bin ich jetzt übervorsichtig? Wer weiß. Neuer Geiernest. Was immer das auch ist. Ein Geiernest? Ein Geierhort? Tier töten. Ein Geier töten? Das hatte ich jetzt noch nicht. Oh, die Palmen da hinten brauchen aber ein bisschen Wasser. Wahnsinnige Details hier. Widderstatuen?
die ja dem Gott Amun. Sind das überhaupt Widder oder sind das Löwen? Ich glaube eher Löwen, ja. So, was für ein Tier muss ich denn jetzt? Löwenköpfe, Wahnsinn hier. Was für ein Tier muss ich töten? Hä? Ein Feuer? Tja, ich werde es gleich sehen. Geiernest. Was ist ein Geiernest? Was zum Geier ist ein Geiernest? Ein Geiernest. Wo zum Geier ist der Geier? Und wer macht hier Feuer? Bestimmt kein Geier. So, da sieht es ein bisschen spooky aus. Geier töten wirklich jetzt? Das sieht so aus, als ob da wirklich Geier hausen. Was passiert eigentlich? Kann Zenu jetzt auch Geier angreifen? Ich glaube eher nicht. Schade, das könnte man noch einbauen. Zenu gegen Geier in der Luft. So. Hauen sie ab. Ja, ich sollte vielleicht mal einen Bogen rausholen. Ist vielleicht sinnvoller. Oh, verdammt. Ganz schön flink, die Biester. Aber man kriegt sie auch so zu. Ab und zu voll Schwert. Quest beendet, ja, ein Tier getötet. Ich könnte allerdings noch ein paar mehr töten. Wenn man sie erwischt. Oh, oh. Ja, da ist der Bogen vielleicht doch praktischer. Allerdings muss man auch gut zielen. Und schnell sein. Verdammt schnell. Na, greifen Sie noch an? Vielleicht sollte ich doch mal... Schwierig. Verdammt. Ja, getroffen. Jawoll. Habe ich überhaupt noch Pfeile? Nee. Das war's dann. Ja, gibt's hier noch was zu holen? Geierfedern oder so? Pfeile zurückholen? Na gut, das war die Quest. Skorpione. Ich glaube, das war es ja schon an dem Ort. Ja, aber ja nicht zu schwierig. Ein neuer Tag bricht an und das soll es mal für diese Folge gewesen sein. Und ich werde mich als nächstes der Hauptquest widmen.
die da lautet. Oh, zwei Quests habe ich noch. Na gut, dann werde ich zwei Quests noch erledigen, nämlich zwei Hauptquests. Beziehungsweise eine Nebenquest, eine Hauptquest. Zufällig stößt Bayek auf einen rätselhaften alten Steinkreis, der Erinnerung wachruft. Ach so, das zieht sich ja über die ganze Karte. Ich hatte ja einen Steinkreis gefunden am Anfang, genau. Aber die Hauptquest ist, Bayek ist entschlossen, Meduhamun zu töten. Doch das falsche Orakel verfügt über überraschende Kräfte und wird bestens beschützt. Es ist also dieser Priester, der quasi ein Orakel vorgibt zu sein und wohl keines ist. Und das werde ich dann in der nächsten Folge definitiv angehen. Stark genug bin ich ja mit Level 6, hoffe ich. Und das wird meine nächste Aufgabe. Seid dabei. Ciao, der Argonaut.